Hallo, der Titel meiner heutigen Lesung lautet: Weißt du, wie viele Sternlein stehen? Du Papa, wie viele Sterne gibt es denn eigentlich? Fragte das Kind den Vater, während beide gemeinsam den Abendhimmel in Augenschein nahmen. Kann ich dir leider nicht sagen, mein Kind, denn genau weiß das kein Mensch. Nicht mal die Astronomen in ihren Sternwarten. Und die tun ja dort fast nichts anderes, als das Universum mit ihren riesigen Teleskopen nach ihnen abzusuchen. Schätz doch mal, Papa, bohrte das Kind weiter. Es ist eine unvorstellbar große Zahl. Deshalb gebrauchen wir Menschen ja für so etwas auch den Ausdruck unzählig. Aber Papa, bitte. Ist ja schon gut, du kleiner Quälgeist. Gib's ja doch nicht eher Ruhe, bevor ich dir eine Zahl genannt habe, richtig? Denke mal, dass es davon am Himmel mittlerweile über 7 Milliarden Stück gibt. Das Kind sah den Vater fragend an. Warum gerade 7 Milliarden, Papa? Wie kommst du darauf? Der Vater fühlte sich von der Fragerei des Kindes zunehmend in die Enge getrieben, gedachte ihm aber dennoch, keine Antwort schuldig zu bleiben. Und so gab er dem Kind Folgendes zu bedenken: Es leben mittlerweile mehr als 7 Milliarden Menschen auf der Erde, und darum fände ich es auch nicht weiter verwunderlich, wenn am Himmel mindestens ebenso viele Sterne prangen würden, wie es Menschen auf Erden gibt. Das Kind sann kurz nach, dann rief es hocherfreut aus: Das ist ja wunderbar, Papa. So hätte doch auch ein jeder Mensch seinen eigenen Stern, nicht wahr? Schenkt man dieser Theorie Glauben, dann müsste es sich genauso verhalten, mein Kind. Das Kind führte einen Freudentanz auf und rief dabei immerzu aus: Ich hab am Himmel meinen eigenen Stern. Meinen eigenen Stern. Plötzlich blieb es jedoch wie angewurzelt stehen und wurde ganz still. Der Vater bemerkte es mit einigem Befremden und ließ an die Adresse seines Kindes verlauten: Was siehst denn auf einmal für ein trauriges Gesicht? Wenn jeder Mensch seinen eigenen Stern hat, druckste das Kind herum. Wie soll ich denn meinen bloß unter so vielen anderen finden? Aber das ist doch denkbar einfach, Kind. Schau mal, der Stern, der da oben die stärkste Leuchtkraft besitzt, der gehört auch zu dir. Im Ernst? Das Kind machte große Augen. Kannst ihn mir nicht zeigen, Papa? Finde ihn einfach nicht. Der Vater schüttelte den Kopf. Nein, so funktioniert es nicht. Denn wenn ich am Himmel den hellsten Stern erblicken würde, so könnte dies nur mein eigener sein. Das verstehst du doch sicher, mein Kind. Das Kind nickte bedächtig und ging dann wieder dazu über, den Abendhimmel mit großer Sorgfalt nach seinem eigenen Stern abzusuchen. Vielen Dank für euer geschätztes Interesse.